Generalprobe am Gladbacher Stadttheater. Nicht alle sind aufführreif geschminkt. Heute geht es um den letzten Feinschliff für Don Giovanni. Er ist der große Verführer. Fast 2000 Frauen hat er bereits erobert. Jetzt soll es die hübsche Donna Anna sein. Doch an ihr wird er sich die Zähne ausbeißen. Die Geschichte von Mozarts Oper klingt leichtfüßig, ist aber meist düster und schwer. Die Heiterkeit und die Trauer und große Drama kann sich innerhalb Sekunden eine Wendung ergeben, die sehr spannend ist. Und gerade das ist auch in Mozarts Don Giovanni sehr interessant. Diese Mischung, das zeigt eine lebendige, dreidimensionale Figur. Und ich glaube, dass viele Leute träumen, so ein Leben wie Don Giovanni leben zu können. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Regeln, überhaupt nicht nachzudenken über die Konsequenzen von der Handlung, sondern einfach das zu machen, was man im Moment für richtig hält. Die Inszenierung von Kobi van Rinsburg verlegt die Handlung aus dem 18. Jahrhundert in die 30er Jahre des 20. Passend dazu wählt er für sein Bühnenbild den eindrucksvollen Stil des Film Noir. Nach 9 erfolgreichen Aufführungen in Krefeld kommt Mozarts Oper nun ins Mönchengladbacher Stadttheater. 13 Mal wird Don Giovanni hier ab Sonntag aufgeführt. Für alle, die diese Oper kennen, wird es eine Überraschung geben, denn ihr Schluss ist nicht mehr der gleiche. Ja, wir haben uns eine kleine Freiheit erlaubt, die aber, ich ganz sicher bin, Mozart kein Problem mehr hätte. Leute, die Mozarts Musik besonders gut kennen, wird merken, dass in die Finale wir das ein kleines bisschen anders machen. Ich möchte nicht verraten, wie, das sollten die Leute selber erkennen kommen. Aber das gibt uns einen richtig starken Schluss.